Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei uns, den Noob Gamers. Ich bin der Petala und ich heiße euch herzlich willkommen auf unserem Channel. Heute mit dem lieben Mason. Schön, dass du da bist. Ich wünschte, er wäre da. Aber das ist vollkommen okay. Ja, ich war ja nur gestern nicht online, weil Real Life technisch in Leipzig unterwegs und konnte deswegen nicht streamen. Heute holen wir das natürlich alles nach. Und schauen wir einfach mal. Und gerade auf dem Weg zu dem Sandkornbasar. Und ich muss nachher nochmal checken, wie der Boss-Timer ist. Vielleicht lohnt es sich ja doch noch zu Nuva zu reiten. Bin ich mir allerdings nicht ganz sicher. Mal gucken. Naja, so viel also zu meinem Glück. Den ich übrigens noch nicht einmal gesehen habe, ne? Also den habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ja, für PvE. Für PvP ja wohl eher Nuva, oder? Siehst du, da waren sie wieder, deine drei Probleme. Und da ich noch immer noch gar keinen Boss-Gear habe und woher auch, ist es mir eigentlich vollkommen egal, womit ich anfange. Hauptsache, ich krieg irgendwann eins. So viel zu Nuva. Nuva hat den Channel verlassen. Naja, er wurde niedergehauen, glaube ich. Ja. Ja. Schade, schade, Marmelade. Ja, dafür habe ich schon zweimal mich an dem Dastar Beg versucht. Der haut ja richtig rein. Also hätte ich ja nicht erwartet, ne? Also du meintest es ja, dass die Fieldbosse unter anderem schwerer sind als die Weltbosse. Und keine Ahnung, ich bin dreimal gestorben, ey. Ja. Was natürlich extrem fies ist. Ja. Ja, richtig. Also ich meine, er macht ja dann halt auch seine Wirbelwindketten da, also wo er die halt so hin und her schwingt. Und in diesem Effektfeuerwerk, was da teilweise stattfindet, ich sehe das noch nicht, ne? Dafür habe ich den einfach zu selten gemacht und das ist halt das, was einen ja komplett runterhaut, ne? Also. Nee, ist richtig, aber die Mages, wenn die da ihre, keine Ahnung, ja. Hm.
Ja, und dann halt auch diesen Wolkeneffekt, den die halt da teilweise machen. Da sehe ich nicht mal, wenn die anderen Spieler irgendwie die Range verlassen von dem. Naja, also das ist alles nur eine Übungssache, das ist mir schon bewusst. Und irgendwann werde ich es mit Sicherheit auch nochmal gebacken kriegen, vielleicht nur einmal zu sterben statt dreimal. Tränen zerreißend. Achso. Ja, Dito. Internet-Inventar mit so einem Haufen Schnodder voll, ey. Mal wieder nicht leer gemacht heute. Und alles geht besser mit Musik. Machen wir einfach mal ein bisschen was an. Nee, ich weiß, ich weiß. Huch. Ging natürlich nicht hoch, ja, wie zu erwarten war. Naja, ist ja so, ne? Ich meine, egal was du versuchst.
von diesen Camp Buffs, die man so kaufen kann. Kann da immer nur einer von aktiv sein? Na, die dir im Zelt kaufen kannst. Also hier Wüstenanpassung können alle aktiv sein, ne? Ich sehe schon. Okay. Das kann sich schnell wieder ändern. Woran sehe ich denn, ob dieses Kampftagebuch noch online ist, also ob das noch wirkt. Läuft das offline eigentlich auch ab? Und die halten 24 Stunden diese Bücher, richtig?
Dann hast du, glaube ich, nicht mehr. Also im Inventar ist irgendwie auch nicht mehr. Komisch. Anyways. Wenn jetzt noch in eine Glocke zünden würde, dann wäre das fantastisch. Was ist denn heute eigentlich dieses 10-Perlen-Item? Gibt's heute eins? Ne? GZ. Natürlich nicht. Wo soll ich mir die sehen haben? Okay, Leute, die schönste LAN, ja oder nein?
Das heißt, das ist Battlefield 2 oder was? Also. Was, 100 Energie? Da sagst du ja was. Also der Perma-Energie? Nee. Die hier zum dann zum Auffüllen. Ja, okay. Sicherheit. One-Shot ist schon fies, ja.
Für manche halt schon. Drück dir auf jeden Fall die Daumen, wa? 3,6 oder so. Na, musst du wissen. Achso. Ja und? Für wie viel? Wie viel? 200 Mille. Sind die nicht normalerweise, also sind die geabt oder was? Ja, schon, aber naja. Sehen. Genau.
Auf die Fresse, ihr Nagas, auf die Fresse. Säcke. Ah ja, der KVJ hat auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Ich hab schön am See liegen. Ja. Da gibt's ja 5 große Seen, ey. Habe ich ja selber nicht gewusst. Das ist echt schön. Also wirklich für eine Stadt auch extrem leer. Also wenn man halt einnimmt, der, keine Ahnung, 20 Minuten entfernt ist. Ja, möglich. Na, Jump Shame. Das kann durchaus sein, ja. Mann, warum kommen die hier alle in meinen Spot? Die Säcke. Die sollen sich verfatzen. Diese. Ja, weiß nicht. Nicht drauf geachtet. Naja, ich muss hier. Was, ob ich mit Striker klarkomme? Keine Ahnung. Wie kommst du mit einem Ninja klar? Naja, die Mystik hat eine andere Awakening als der Striker. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Was ist dir nicht aufgefallen?
Ich muss jetzt auch unbedingt erstmal mein Inventar leer machen. Und da ist ja die Glocke. Jetzt aber Shell. Ne, macht ja nichts, aber jetzt läuft sie gerade. Für was? Meinst du? Interessiert die allerwenigsten.
Wenn sie da ist, sag Bescheid. Auf. Man will in einer Löwenzahnkiste verkaufen. Wie funktioniert das eigentlich hier mit Pre-Gift? Also was heißt denn das? Dass du jemanden aus dem Pearl-Shop was spendest oder was? Aber wie wollen sie denn sicherstellen, dass du es überhaupt kriegst? Ja, ich weiß, vernünftig. Kriege ich Perlen dafür, dass man Leute bannen lässt?
Habe ich nicht verstanden. Was für ein Bestrafungslabyrinth? Als schnellstes, oder was? Hm. Ach, deswegen bist du noch Level 60. Bye. Was für Digger hattest du? Ihr saht selber droppen. Muss man gar nichts für zahlen. Selber droppen muss man gar nichts für zahlen. Ja, mal gucken, wie der Hopse drauf ist, wenn er wiederkommt. Wann einen entspannten Urlaub hatte. Man musste heute Nacht irgendwann landen. Ich von aus, ja. Gucken, ob er sich heute noch bei mir meldet. Ja, der kann das ab.
Ja, die sind schon geil. Octilok, herzlich willkommen. Ein schönes Wochenende gehabt. Ui, okay. Das ist natürlich schade. Arbeitest du denn jedes Wochenende? Hast du wenigstens unter der Woche jetzt frei oder machst du durch? Ja, kenne ich. Arbeite ja auch manchmal am Wochenende, also von daher. Vernünftige Menschen auf jeden Fall. Du natürlich nicht. Du siehst, es geht doch dann auch an. Jetzt auch noch eine Runde Black Desert Online oder? Sagst du, entspannst du noch ein bisschen, schaust mir beim interessanten Grinden zu. Ja, okay. Vernünftig. Ja, Tatsache muss ich mich heute auch ein klein bisschen motivieren. Ich habe ja nur gestern nicht gestreamt, war in Leipzig meine Cousine besuchen und hatte ein sehr relaxtes Wochenende. Also schön mit, also das Wetter war ja herrlich, ne? Schön am See und alles. Das war richtig, richtig nett. Und ja, dann kam ich so nach Hause und dann dachte ich, okay, was machst du denn jetzt? Okay, gestern mal eine Runde laufen. Hab mir also meine Laufschuhe angezogen und bin erstmal noch 6 Kilometer laufen gewesen. Und war danach ziemlich platt. Dann dachte ich, ja, nee, du willst hier auch weiterkommen in dem Game. Wenn du jetzt schon wieder das einreißen lässt, dann hast du auch schon wieder keinen Bock mehr. Also von daher, heute noch ein bisschen grinden. Ah, ich mache noch eine Stunde oder so und dann war es das für mich heute auch. Zumindest die Glocke hier noch nutzen. Wie lange läuft die noch? Halbe Stunde ein bisschen drüber. Talentpunkte vielleicht mäßig, aber nicht. Warum?
Ja, es kann natürlich sein, aber droppt, glaube ich, nicht, ne? Ja, wollt ihr den armen Noob wieder verarschen? Ja, ey, es gibt's doch nicht, die Leute. Naja, muss so vieles klappen. Beuterate noch mal hoch. Beuterate plus 100%. Heute Menge plus 50%. Die Lederarmschienen sind ja nur besser für PvP. Ansonsten machen die hier natürlich wesentlich mehr AK. Und ich habe Lederarmschienen hier im Inventar auf Pri. Und ich rede mit dem guten Mason. Und drücke G, weil es mir Spaß macht. Ey, Alter. Man hört Mason nicht. Nee, also bei mir bist du ganz normal laut. Aber mich hört er ja auch, also theoretisch. Nee, nee, nee. Also wie gesagt, bei mir bist du klar und deutlich zu verstehen. Ist ja geil. Keine Ahnung, was ich da schon wieder eingestellt habe, ey. Ausgehend, mein Gear ist gerade nicht up to date, glaube ich, hundertprozentig. Ich muss da erst, also es passt noch im Großen und Ganzen. Ich glaube, der Ohrring, den ich drin habe, ist ein anderer. Ja, ich habe hier den Unbelief Ohrring. Auch geil, Unbelief. Ich weiß nicht, ob ich meinen Hexenohrring auf Mon schon drin habe. Ich glaube ja. Und momentan habe ich den Generalgürtel an wegen hier PvE-Kloppen. Auf Tri. Hopsa hat, glaube ich, auch irgendwas auf Tri noch gehabt. Ich weiß nicht, ob der jetzt einen Helm hat auf Tri oder. Also vor seinem Urlaub. Ja, also. Ja, nee, er hat sich, glaube ich, einen Helm gekauft. Helm oder Schuhe, bin mir nicht mehr sicher. Ja. Grunil.
Ach, Hauskind, ey, die Glocke läuft. Ich muss hier leveln. Aber die Musik, die hört man ja im Stream. Oder hört man die auch nicht? Echt? Also man hört auch das Spiel nicht und nichts, Alter, was... Boah. So, neuer Versuch. So, Mason, sag mal was. Ist irgendeine Verbesserung eingetreten? Feiere so schön Musik ab, ey. Keine Verbesserung. Also keine Ahnung, was hier irgendwie auch passiert ist. Irgendwie war mein Standard-Audio auch hin auf meinen Monitor eingestellt. Also macht auch eigentlich gar keinen Sinn, weil ich nie Musik über den Monitor zu laufen habe. Also was auch immer da passiert ist mit meinem Rechner. Na, mit Streamlabs. Naja. Naja, doch, doch, doch. Also Tatsache zeigt er mir jetzt hier auch einen Pegel an. Also deswegen wundert es mich, dass da irgendwie noch nichts übertragen wird, ey. Alter, Octilock. Alle Tasten auf meinem PC gleichzeitig zu drücken, bist du denn wahnsinnig? Da hätte hier das Atomkraftwerk in, keine Ahnung, explodieren können. Mann, 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 denk doch mal nach, Junge. Denk doch mal nach. So, ich warte mal, ich versuche mal hier kurz nochmal den kleinen Trick und wechsle hier mal die Szenen. Be right back.
So, nächster Versuch. Das hier könnte vielleicht auch noch was zum Einstellen. Nein, Sichi, was denkst du denn? Ist wahrscheinlich. So, Audio Output Capture. Und nü? Nö, keine Ahnung. Könnt ihr nur den bummernden Sound meiner fetten Bässe hören? Ah, ich habe Feuer gemacht! Alles nur, weil du Lock-die-Lock auf die Knöpfe drücken musstest hier. Also, keine Ahnung, ey, was das schon wieder sollte. Richtig bescheuert. Also jetzt nicht du, aber ich hasse sowas. Technik, ey. Ja, ich kann das verstehen, Octilok. Ich drücke ja auch so unheimlich gerne Knöpfe. Alle Knöpfe. Immer und überall. Ach, und auf einmal folgt er mir. Naja, weil ich dich an meinen Knöpfen ranlasse. Aber Dankeschön. Mann, aber diese technischen Probleme. Klausibert, er ist wieder da, er ist wieder da, heißt ihn willkommen. Klausibert alias Yumi Hopsa alias Leandros Griechenlandos hier. Also, jetzt musst du erstmal verifizieren, dass er wirklich er ist und nicht ausgetauscht wurde. Das stimmt allerdings. Ja. Bist du eigentlich schon wieder zurück oder wählst du dich gerade vom Flieger aus ein? Du alter Flugzeugheck. Ja. Wie wieder weg, nüscht? Also weg aus Deutschland oder habe ich es endlich geschafft, dich zu vertreiben? Alles klar, bis dann. Der alte Grieche, da ist er wieder da. Weißt du, wo ungefähr hin ist? Jetzt gerade rauchen. Nein, ich In meine Griechenland? Nee, ich habe keinen Plan. Also, dass er jetzt rauchen ist, wahrscheinlich irgendwo in Berlin. Denke ich mal. Das kriege ich noch mit. Nee, weil bei uns steht ja auch noch die Diskussion aus, wo wir dieses Jahr hinfahren. Kurz entschlossen. Fliehen, so rum. Fahren tue ich mir nicht an. Klausibert Hauskind ist der Hopse. Wir hatten mal aus der Not heraus ein Profil erstellt auf Facebook für sein anderes Game. Und da er nie wirklich auf Facebook sein wollte, haben wir ihn Klausibert genannt. Ganz kreativ, wie wir sind. Ja, und Octi, ey, wie gesagt, ab nächster Woche ja auch wieder regelmäßig on. Also, wenn du
mal irgendwie Bock hast oder so, dann lass uns einfach irgendwann mal zusammengreifen. Wir sind allen gegenüber aufgeschlossen. Und der, was hast du gesagt? Nächste Woche grindet man mich auf Level 62, oder? Ja, dich vor allen Dingen. Ja. Dich, mich, Hopses Lan. Naja, wir gehen im Wechsel AFK. Also ich so 14 Stunden am Tag. Und dann wird gewechselt, wer auf die anderen aufpasst und so. Das klingt nach einem guten Plan. Na, ich muss mal gucken. Ich will jetzt sowieso gleich mal gucken, es ist noch zu früh im Game. Gegen Mittagszeit will ich mal meine Dailies noch machen. Kalfion Dailies, ich hab die extra aufgeschoben. Um zu gucken, was die jetzt noch netto reinbringen an die XP. Was ist denn Giffen oder Keck? Giffen ist, da sind wir alle zu weich für. Geht nicht mal um Schaden, geht eigentlich nur um zu weich. Da brauchst du eine Valk, die tankt. Valk oder Warrior zum Pullen. Octilok sagt es einfach. Hauskind auch. Ja, ist klar, ey. Damit ich Rage quitte und du dich wieder heimlich an meinen Rechner stelzen kannst und hier wieder alles verstellst. Nee. Nein, die Information dazu ist nur unterm Turm. Ist das einfach. Nur unterm Turm. Ja. Also wenn du so eine Mobgruppe siehst und da ist so ein großer Mobturm, dann genau da musst du sie machen. Naja, ich hab dich durchschaut. Mein Freund. Mission Impossible seid bloß. Ja? Also, mit Ace waren wir doch da letztens. Wenn du keine Arme hast und keine Hände. Ach, da ist das. Ja, das ist dort, wo wir Urogon, den Blechmann getötet haben. Den Blechmann auf dem Dinosaurier. Oder so. Blechmann auf dem Dinosaurier. Der Dinosaurier mit Feuer am Po. Geiner mich. Genau, so, und da oben auf dem Berg, da ist Gryphons und dort war ich dann mit ihm noch ein Mob, der Gag dran war. Also wir waren wirklich unterm Turm, um den zu knallen. So, und dann hat der Turm losgelegt, wir waren fast instant down. Haben aber gerade so noch überlegt, kurz raus, aber wir haben den einen Mob wenigstens so weit runtergeschlagen, dass ich dann nochmal zurückgeleacht bin und hab den einen wenigstens noch gekillt. So für den Stolz und so. Aber prinzipiell ist das tatsächlich einfach. Du brauchst halt einen, der pullt und Und pullen, ja, ich weiß nicht, wenn wir da mit einer volle Fünfergruppe hingehen, meint er nicht, dass wir das schaffen? Müsste noch zu schwer sein. Wir reden von 64er Mobs. Okay. Also die sind bei dir tief lila. Aber wenn die Gruppe gut aufgestellt ist, dann würden wir auf jeden Fall mal überleben. Ja. Hauskind, den verstehe ich nicht. Guten? Nutten? Nuten? Ich weiß nicht, was du mir sagen willst. Ja, aber das gilt ja nur für euch. Wir Noobs haben ja immer noch einen Noob-Bonus. Ja? Wir sterben so lange, bis die Mobs keinen Bock mehr haben und selber umfallen. Ich weiß gar nicht, Hauskind, was du hast. Ich weiß echt nicht, was du hast. Die Werte, die du dort reingeschrieben hast, sind, wenn man es effektiv machen möchte. Genau. Keiner redet hier von Effizienz. Ach, ihr seid mir ja schon Leute, ey. Wir können ja ein Saufspiel machen. Ne? Immer wenn einer stirbt, wenn wir da als Gruppe hingehen, der muss dann halt einen Schnaps trinken.
Also von mir aus können wir es machen. Ich ziehe nur das Gear um wegen den Kristallen oder so. Im Moment ist mir das scheißegal. Ich bin mit 0,1% auf neuem Level. Bin ich bei dem Saufspiel dabei. Das tut auch nicht so weh. Das stimmt allerdings. Level 58 mit 35%, ich dann schon wieder keinen Bock mehr drauf. Du, ich muss Octilock, ich gehe nicht Hysteria. Nein, nix. Erst brauche ich die Dande. Seitdem die den Ninja im Pre-Awaken genervt haben und ich aufgrund fehlender Dande das Awaken nicht ganz so hochgezogen habe wie das Pre-Awaken. Und du Pre-Awaken ständig out of Stamina läufst, ja, geht das vor Ted Dande nicht. Okti, was warst du für eine Klasse? Du hattest irgendwie alle oder so, ne? Crabgear Mystic. Ja gut, Crabgear haben wir ja alle. Weil wir letztes Mal... Also soweit ich weiß, kannst du aber das Crab in dem Satz umstellen, wie du willst, es wird immer stimmen. Weil die Mystic muss ja mit den Nerfs jetzt auch derb auf die Fresse gekriegt haben. Als Klasse. Nee, die Schriftrollen, die droppen hier. Wann kommt denn hier endlich meine Tri-Seraph, ey? Muss ich hier erst wieder anfangen zu meckern? Mann. Tibi, herzlich willkommen. Na, hast du ein schönes Wochenende gehabt? Und ja, ich weiß, ich stelle euch allen dieselbe Frage. Kreativlos, wie ich bin. Spielt keine Rolle, ich habe seit dem Wochenende immer noch die schönste LAN. So. Nochmal zeige ich das Bild nicht. Nee, das war ja. Ich kann es doch reinsetzen, Moment. Starum C, Starum V. Stop. Mit einem Char habe ich eben beim Nightrunner noch einen harten Splitter gekauft. Aber davon kannst du nie genug haben. Ich habe mir für dieses Bild Hauskind zum Vorbild genommen, dass ich an den Spots sagen kann, von wegen I'm so cute. Ja, wie gesagt, an meine kommt da eh nicht ran, also von daher. Ach, da war was mit einem harten Splitter. Seraph, ich rufe dich. Du, ich war heute so lange bei Froland, da ist auch nichts gedroppt. Warum soll es dir besser gehen als mir? Weil ich anders bin als ihr alle. New Gamer Forever. Und Schoki-Drink. Aus der Flasche. Guten Morgen, Kalimera! Alter, ich dreh durch! Er ist wieder da! Ich hab nicht mit dir gerechnet, ich hab dich erst für morgen angekündigt, du musst leider wieder gehen. Ciao! So, ich bin Costa. nix Hopse. Nix verstehen. Ich sagte doch schon, wir müssen jetzt erstmal überprüfen, ob sie den richtigen zurückgelassen haben oder nicht irgendwie ausgetauscht und so. Ich habe gefunden im Pass. Ja, genau.
um die stabile Eurozone zu infiltrieren. Und genau. Der Hopse, der stabilisiert höchstens die Seitenlage. Pass mal auf, Stabilisator, was haben wir denn, was für ein, wo bist du denn? Ich bin bei den Nagas, ja. Aber... Belia 5? Nee, ich bin Balenos 5. So. Weil ich musste... Den habe ich gar nicht zur Auswahl. Nee, da haben nur Pros. Ich bin jetzt Pro geworden. Wir sind übrigens so viel geflogen. Wieso? Wir wurden als Noobs entlarvt. Oder wie? Ja, so ungefähr, ey. Okay. Ihr wurdet komplett entlarvt, also jedenfalls der Petaler. Die Frage nach der Sonnenbrille und so hat sich jetzt nochmal geklärt mit dem Hauskind und mit dem Ace zusammen. Und dabei hat sich herausgestellt, dass das ja eigentlich nur seine Clark Kent-Identität ist. Ja. Das wissen wir. Also ich wusste das ja. Ne? Achso, ja genau. Sein Sidekick. Ja. Acid House Master. Und nach dem Stream geht's dann in der Regel immer auf den richtigen Kanal von euch, nämlich Pro Gamers Berlin. Absolut. Nee, das stimmt ja nicht. Doch. In Wirklichkeit sind wir weltweit gefragte DJs hier. Unter den Pseudonymen DJ Fuck und Acid House Master. Ja, legen wir auf in bekannten Diskotheken auf Ibiza etc. Ne? Genau. Das ganze Programm. Ne? Deswegen wollen wir hier uns nicht outen als so Taugenichtse. So. Ja, schön. Schön, dass du wieder da bist. Wie war's denn? Erzähl mal. Kannst du plaudern auf dem Nähkästchen hier? Was soll ich erzählen? Also wie gesagt, ich habe euch ja eben gerade schön auf Griechisch begrüßt. Ja? Kalimera und Yamas sind die einzigen beiden Worte, die ich gelernt habe. Für die, die nicht wissen, Yamas heißt Prost. So. Und das war's. Wie langweilig. So, dann die wichtigsten Fragen. Wie viele kleine Gläser kriegt man aus einer Flasche Uso? Was? Kleine Käse? Gläser. 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 Kleine Gläser? Keine Ahnung, ich bin Flaschenkind. Das macht doch nur Abwaschgläser. Ach ja. Nee, also wie gesagt, sowas trinke ich ja nicht. Ich habe mich lediglich der Biersorte Mythos gewidmet. Mythos? Und die kann ich nur empfehlen. Das macht mir jetzt Angst. Also ja. Ich meine, ich habe jetzt nicht so Vorteile oder so, aber nicht deutsches Bier, das ist immer so, naja, fraglich. Ja, ich muss auch ehrlich gesagt, also ich bin angekommen abends, meine Minibar war nicht gefüllt, ich hatte nichts zu essen, nichts zu trinken, wir hatten gar nichts. Und dann bin ich halt so an so eine Bar gegangen, aber da ich ja natürlich Frau und Kind nicht, weil wir sind ja halt erst spät gekommen, also da angekommen. Und dann wollte ich halt meine Frau und mein Kind natürlich nicht alleine lassen und dachte halt, naja, okay, dann trinke ich halt ein Bier und meine Frau einen Wein, schön auf dem Balkon, ne, und kommen erstmal kurz an. Ja, keine Minibar da. Habt ihr nachgefragt? Nee, Minibar, müsst ihr ankreuzen, was ihr wollt, und dann wird euch das reingestellt. Ich will aber jetzt was trinken. Ja, dann müsst ihr mal gucken. Gut, ich brauch was. Dann habe ich mir da an der Bar, wo es ja eigentlich nur Gläser und für den dortigen Verzehr, ne, Sachen gibt, dann halt eine schöne Flasche Wein gekauft und alle Sorten Bier, die da. Also zwei. Ja. Nee, vier hatten wir da. Vier Sorten Bier. Also, das fasst mir jetzt mal nicht mit dir recht. Und, naja, und dann habe ich mich da mit meiner Frau schön auf den Balkon gesetzt und habe halt nach den vier Sorten Bier festgestellt, dass Mythos einem deutschen Bier sehr nahe kommt. Also, natürlich nicht dasselbe. An dieser Stelle. Schränkt das Ganze mal bitte ein bisschen mehr ein, ja, von wegen, ich bin ja inzwischen schon so weit in Deutschland rumgekommen, von wegen, ich war ganz im Süden, ich war ganz im Norden, von wegen, deutsches Bier ist ja immer so eine Definitionssache. Ja, also die Riesen mögen es ja extrem herb. Ja, nee, also wie gesagt, ich bin Pilztrinker, ich bin mehr für das Süffige, ja. Also nicht so herb, deshalb auch Berliner Kindel Jubiläumspilsner, das ist halt, ja, für mich halt
die Marke, die habe ich so über die Jahre für mich herausgefunden. Und dieser Mythos ist halt auch sehr, sehr süffig, nicht so herb, sehr angenehm. Also für meine Verhältnisse. Also ich bin auch kein Becks oder Jever-Trinker. Ja, das ist mir halt zu herb. Kinder, lasst euch beraten. Zu. Herzlich willkommen bei dem Noob Gamers Bier Channel. Bier Channel, genau. What do you want to drink, Tammy? So, nee, ja, sorry, wurde jetzt hier nicht vom Thema ab. Nee, alles gut, du, das war jetzt. Mach du mich weiter. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ich lass dir alles durchgehen. Okay. Also, wie gesagt, dazu, also, Mythos ist okay. Das ist ja auch ein Mythos, dass es gut schmeckt, aber. So, nee, jetzt bin ich wieder da und Petala, jetzt erzähl du doch mal, was hast du denn die Woche hier gerissen? Welches Level bist du denn mittlerweile? Na, immer noch 58. Also, ja, den Charakter nochmal gelöscht und neu gemacht, weil, ja. Und die LAN ist dafür 62, oder was? Die ist, nee, die ist 55, also die Heiko 55 hochgespielt. Hab auch schon viele verrückte Pläne gemacht. Also zum einen, allzu viel Zeit haben wir ja mit deiner LAN nicht mehr, nur noch bis Mittwoch. Um die Quest halt sozusagen, also damit du die Kisten halt noch kriegst, werden wir deine LAN halt einfach hochgrinden, indem ich dich ziehe bei Sausans, damit die auf 55 kommt. Die Meinungen gehen auseinander, zwischen anderthalb und drei Stunden soll das dauern. Mal gucken, bei uns sind es dann 3 Tage, also kommen wir genau hin. Dass das so ja, dran ist. Das Doofe ist jetzt voraus, dass ich Zeit habe. Ja, du brauchst ja nur dumm rumstehen und folgen. Da machst du ja reißt du sowieso nichts von. Fällt mich einzulocken. Halt. Ach so. Da sein. Ja, gut, ja, muss man auch gucken. Also technisch gesehen ist es eine Stunde, wenn du durchziehst. Das Doofe dran ist, von wegen musst du tatsächlich gucken. Pirates wäre von derzeit nicht so belegt sehr interessant. Hast du allerdings eine extrem lange Anreise. Ich wollte gerade sagen, Pirates fällt aus. Ja, also. Auch weil du dann bei 49.999 musst du ja irgendwas Dämliches machen. Ach, siehst du, genau, so eine doofe Quest. Was läuft denn hier verkehrt mit dem Schmieden? Da ist man mal eh in der Woche nicht weg und schon ist der Charakter verstaubt. Nicht weg. So, und was geht hier eigentlich gerade im Chat ab? Timmy und Octilog, ihr kennt euch. Und das habt ihr jetzt gerade zufällig rausgefunden und Channel aufmachen hier. Gebühr. Nee, eine jetzt. Gebühr wollen wir erstmal. Gegen Bier. Ja. Eine Biergebühr. Genau. Was ist das? Ich noobschippe jetzt, oder was? Ja. Also ist doch mal was Neues. Loopship. Die Radiowerbung ist gut. Loopship. Für jeden was dabei. Also auch für dich. So. Nein, es freut mich, dass ihr euch wiedergefunden habt. Riesig. Warum habe ich keine Kohle mehr und nicht alle hier auf Z? Weil ist die Hauptbegründung. Nee, sag mal jetzt. Also die Kohle ist wahrscheinlich weg, weil irgendjemand gesagt hat, kauf mir so ein Kronier-Teil. Ja. So, das erklärt die Kohle. So, der Rest? Naja, nee, aber dann hätte ich ein Kronier-Teil. Aber das habe ich halt auch nicht. Das ist halt ein Problem. Achso, war Vorbestellung? Ich habe in der Vorbestellung Gruni-Schuhe drin seit einer Woche für 90 Millionen und die habe ich immer noch nicht gekriegt. Joe. Ich kann meine jetzt nicht mehr verkaufen. Meine sind jetzt pink eingefärbt und hat die LAN. Was heißt hier? Ich trage auch pink, ist eine Mittellatte. Was? Warte, Ring. Gut. Wobei, das könnte tatsächlich mal interessant werden. Ich glaube, dafür erstelle ich mir gleich mal ein Versi. Warte. Nein, tut nicht. Was? Nein, es könnte interessant werden mit den Farbgebungen, die ich auf der Kunde jetzt drauf habe, für die LAN, dieses Pink-Weiß oder Pink-Hell-Rosé oder so. Ja, aber nicht für den Versi. Immer auch, bitte. Bitte nicht. Ja.
man kann hier jede Klasse irgendwie flauschig machen, aber bitte nicht im Ernst. Ihr werdet hier auf jeden Fall fündig, wenn er einen Noob sucht, wie immer. Ich dachte, also, glaub mir, ich weiß, dass hier in dem Spiel schon mal mindestens ein pinker Versi rumrennt. Ja, ist ja mindestens, also ich gehe davon aus, dass da noch eine gewisse Dunkelziffer gibt. Nee, haben wir ja schon gesehen. Ja, wie ist der denn? Evil, oder? Evil, ja. Wo ist der eigentlich? Evil ist ja nicht richtig. AFK-Fischen, wie ist das vorhin? Das ist ja nicht richtig pink. Nee, das stimmt, der ist eben nicht richtig pink. Es gibt wirklich richtig pink aufgemotzte, ja. So richtig, wo du dir fragst, von wegen, dass das noch erlaubt ist. Ja, Gilde suchen steht bei uns ja auch noch an. Also irgendwann. Jetzt noch nicht. Und wahrscheinlich auch die nächsten Tage und Wochen noch nicht. Aber eins der Pläne, die ich für uns gemacht habe, Robse. Und was habe ich noch? Wir holen uns auf jeden Fall einen Elefanten. Ja, die Questreihe für den Elefanten müssen wir auch noch machen. Wie gesagt, eine LAN müssen wir auf 55 kriegen, aber das hat oberste Priorität. Und an alleroberster Priorität steht auf jeden Fall noch B-Grollen machen, weil ich habe eine, die läuft morgen auf jeden Fall ab. Morgen wann? Morgen um, also jetzt genau, in 24 Stunden. Okay. Haben wir ja Zeit. Haben wir? Naja, morgen denn halt. Naja, morgen denn halt. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass das alle, dass du was Tolles in deinen Truhen hast. Ich glaube nicht. Na, ich würde es dir aber gönnen. Und du hast auch Truhen in deiner Post, ne? Also, nicht, dass du nicht vergisst. Nein! Digga, dafür recht herzliches Dankeschön, ja, dass ihr dich so rührend um den Bersi erinnert hast. Nenn die Truhen hast du wegen der LAN. Ja, trotzdem, danke. Ja, naja, ja. Also, hätte ein bisschen besser sein können. Hätte, ja. Aber nicht. Hier erstmal gucken hier. Wichtiger ist, dass diesen Monat die 30 Tage durchgezogen werden, Login-Belohnung. Naja, man hat ja ein paar mehr Tage Zeit. Naja, nur am Wochenende muss da, glaube ich, nachgeholfen werden. Nee. Also, du hast ja insgesamt hast ja 36 Tage Zeit, um die 31 Tage voll zu machen. Ha? Also, ich höre einen Kalender auf, dann beginnt bei mir schon nahtlos der nächste. Also, er läuft genauso lange wie der Loyalty. Vom Event her. Steht unten oder auch. Der hört nur bei 31 auf. Petala, wirst du jetzt endlich mal aufhören, die Leute hier zu belehren oder so? Wir lassen uns Infos geben, ja? Nein, ich kann falsche Informationen kann ich sehr wohl hier im Channel verkünden. Und zwar so viel, wie ich will. Woher sollen wir... Achso, falsch. Ja, okay, ja. Ja. Alles gut. Schön. Ich hab kurz zu Stimmt, ich sehe. Das heißt, Kawaswami, es hat sich am Gear nicht viel getan. Ausrufezeichen Gear, dann siehst du ein fast aktuelles Bild, was ich momentan nicht trage. Aktuell. Genau. Ja, nee, nicht Gear, weil wir gierig sind. Entschuldigung, dass ich lache, aber ich hab gerade den Chat dazu. Ihr Knallkörper. So. Das heißt hier nicht gierig, natürlich. Robs. Ich bin die ganze Zeit greedy. Ich will enchanten, ich will eine Weapon auf Pen drücken. Scheiß drauf. Geht oder geht nicht? Naja, kann ich dir sagen, geht nicht. Ja, die Antwort gebe ich dir sofort. Du, ich habe jetzt schon 90 Shards, also beziehungsweise ich habe nicht nur die 90 Shards, sondern ich habe ja auch also 90 verbesserte, konzentrierte, so heißt es im Deutschen, konzentrierte Weapensteine. Ich habe 30 wieder, obwohl ich die letztens erst aufgebraucht hatte für, ich glaube, Dimfree-Spiel-Rüstung.
habe ich wieder 30 von den harten, also zum Failstacken ist genug da und Failstacks habe ich ja auch und diesen Monat kommen mir wieder Failstacks, also ich glaube Ende des Kalenders kann ich es probieren, das Nervige dran ist, es macht halt Sinn auf der Dande. Und das auf der Dande, da wären wieder meine zwei Probleme. Ich habe keine Dande. Was? Also muss ich probieren auf der Dande, aber ich habe keine Dande. Ja, genau. Nein, das die Grundaussage ist, also ich kann es nicht probieren. Ja, genau. Das ist das, was am meisten Sinn macht. Ich könnte zwar die Zarka, aber Zarka nutzt mir gerade gar nichts. Für den Grind nicht und für den PvP nicht. Weil technisch gesehen ist das zwar immer noch genial, also auch so im Kampf und so, aber seitdem die Stamina runtergeht und die Kombos du noch mehr überdenken musst, bist du PvP sowieso auch wieder nur noch auf der Dande. Jetzt war ich eh eine Woche weg und du heulst immer noch rum wegen der Stamina und deine Bewegung. Natürlich. Der Herr hat sich nicht geändert, ey. Och, jeden Tag, als du nicht da warst, war Melsi ja. Jeden Tag musste ich mir das anhören. Frag mal die Mages, die jammern heute auch noch, dass ihr Mage verbuggt ist. Ja, aber ich frag die nicht. Und dich frage ich auch nicht, Mason. Octilok, Nubrikrut, herzlichen Glückwunsch. Was siehst du? Was? Fanfare. Ja, wie hat er das gemacht? Oh, Mason, hier, Noob General, hier geht's ab. Guck dir an, ey. 3380 Noobs schon gekillt. Krasser Typ, Mason. Krasser Typ. Der verrückt. Da was kommt danach? Die große Noob. Ja, dann müsst ihr ja rausfinden. Ja. Das ist so Jaja Bings-like, oder? Super heftig, General. Oh, ja. Nee, so ein Quatsch haben wir nicht. Nee. Überhaupt kein Quatsch. Generell. Nie Quatsch. Listen zu Dennis Lloyd. Hier findest du alle Megastars. Folge der Playlist und verpasse kein Hit mehr. Jetzt auf Spotify. Ich habe Silber. Ich hab ja hier noch gar nicht die Kisten oben. Mach sie auf, die Kisten, mach sie auf! Also, ab Level 61 lohnt sich die Kai für ein Daily, glaube ich, noch mehr. Tibi, einen wunderschönen Abend. Schön, dass du da warst. Genieß deinen, fast restlich die letzte Stunde des Sonntags. Und, eine schöne Woche. Jo, bye bye. Siehst du, das hast du noch gar nicht mitbekommen. Du warst ja eine Woche nicht da. Nee. Du hast doch so eine schöne Crap-Kombo rausgefunden. Ja. Vergiss das. Sache die nicht. Jeden nicht mehr. Naja, also wir müssen es im PvP auf jeden Fall mal ausprobieren, weil eigentlich ist jetzt nach dem ersten Grab 5 Sekunden Stun-Immun, also Grab-Immun. Ja, und gelten nun die 5 Sekunden ab Release, also nicht mehr ab du crabst, sondern ab da, wo der Skill zu Ende ist, ja. Ja, das heißt, selbst wenn nicht jemand die Kante schreibt. Das ist blöd. Ach, echt? Ja. Naja, find ich schon noch eine Möglichkeit. Ja, absolut, findest du die. Ja, du hast ja noch eine Möglichkeit, du kannst immer noch deinen einfach tot umfallen. Undertaker Airdrop in die oder ich mach einfach mit dem ersten Grab One-Hit. So. Absolut. Also dir traue ich das zu. Das ist jetzt meine Strategie, auf die werde ich hinaus. Mich in mir hinarbeiten quasi. So. Registrieren. So.
Ja, also wie gesagt, ich habe übrigens 3 Tage gebraucht, um meine LAN auf 55 zu spielen. Oder sagen wir mal zwei Tage und ein bisschen. 2 Tage und 2 Stunden. Also, wobei Tage auch nicht richtig ausgedrückt ist, zwei Abende und dann nochmal eine Stunde. Wie weit ist denn deine LAN? Nee, ich hab sie nicht mehr gespielt, sie steht jetzt bei Karana. Achso, also Hauptsache steht auf Level 1. Octilok, auch an dich einen schönen restlichen Sonntag und eine schöne Woche. Und wie gesagt, vielleicht sieht man sich ja die Woche nochmal. Hauptsache? Jupp, bis dann, ciao. Ciao, Octilok. Was machst du gerade? Ich werde jetzt gleich mal versuchen, meine Truhen zu öffnen. Echt? Willst du noch 2 Truhen dazu holen? Maybe, warum, wieso? Was ist los? Was ist denn? Was? Ich bin sowieso gerade in Kalfion. Wenn du deine Level 1 Line Richtung Kayasee bringst, dann tue ich dir was Gutes. Das geht übrigens nicht. Ich habe den Leuten schon in irgendeinem Stream versprochen, das war sozusagen, dass ich die zweite Möglichkeit aufzeigen werde, wie man einen neuen Charakter auf Level 55 schnell bringt. Achso. Und das geht nicht, also brauche ich jetzt nicht um. Was? Nein, es das geht nicht um technisch, es geht um. Was denn jetzt? Kannst du auf die letzten 5 Level machen? Nein. Es sei denn, Hopse sagt, er will jetzt unbedingt seine LAN auf Level 55 bringen, dann könnte er das gerne machen. Dafür sind wir gleichberechtigte Partner. Habt ihr euch auch auf Noobschiff gefunden? Ne, klar. Also vorher schon. Nee, ich mache immer das, was Petala sagt. Nur, seit wann? Nur so, nur so ist gewährleistet, dass wir Freunde bleiben. Aha. Warte mal. Irgendwas klingt daran komisch. Das Wort Freunde, glaube ich. Warte, das war die erste Lüge. Du, wenn du das zeigen willst, ich zeig das auch gerne einem anderen Level 1 Charakter. Ich habe noch ein paar. Ja, naja, Hauptsache genau, das ist nächster Plan. Wir müssen halt auf jeden Fall unsere Charakterplätze mit irgendwelchen Twinks voll machen, die wir auch noch uns gegenseitig auf Level 55 hochgrinden. Und die stellen wir dann zu den Bossen und wenn die spawnen, dann brauchen wir nur noch einen Charakter wechseln. Verfickt, und die bin ich schlau, ey. Mehr Geld. Genau, mehr Story, Geld. Die haben hier schon alle schon vor Wochen erzählt. Und? Warum hast du noch nicht gemacht? hast du wahrscheinlich schon, ne? Ey, ich bin fertig. Und du? Ja, du vergisst nur, dass ich in deinem Charakter war. Ich habe all deinen Charakter wieder gelöscht. Ach so, stimmt. Okay, wir fangen nochmal von vorne an. Ja. Okay. Hey, wo ist denn der Pferdeladen? Ach so, der ist heißt jetzt hier. Warte. Okay. Da richtig was reingepatcht hier. Mann, ey. Der droppt aber auch einfach keine Kette. Ja, das passiert. Das ist zum Mäusemelken. Mäuse! Angebot für die ersten 49 Level steht. Nee, also wie gesagt, also habe ich das jetzt richtig verstanden, du hast was anderes mit dir vor, Petala. Naja, ich habe im Grunde dasselbe mit dir vor. Ja. Nur halt du wolltest es halt streamen. Genau. Ja, dann machen wir das so. Ist okay. Also vielen Dank, Mason, aber machen wir das anders. Wirklich sehr lieb. Du
du, es geht hier primär tatsächlich um Knowledge Gathering. Was, wie, was? Ich weiß, dass es geht. Ich weiß, dass es an den höheren Spot noch deutlich effektiver ist. Nur das, was mich tatsächlich dabei interessiert, ist, ob man jemanden bei Catfish direkt auf Level 50 ziehen kann. Weil egal welchen anderen hohen Spot du nimmst, du hast das Problem, dass du dann erstmal nach Catfish zurück musst für diese dämliche Quest. Ja gut, aber wenn du es halt wirklich bei den Sausern machst, dann reitest du ja auch nicht so ewig da hin und her. Also Sausern hast du aber meistens nicht so die Ruhe, das durchzuziehen. Ja. So, Wüstenvogeln. Also die Vogeln sind tatsächlich noch mit am interessantesten und die sind am weitesten weg. Crescent, Bashin und so. Das sind so die, wo du sagen kannst, okay, die sind interessant, so wie Pirates als Spots. Aber die sind sowas von dermaßen weit weg von Catfish, dass es halt nervig ist, wenn du da erst die 50 Level machst und die 50 Level, die ersten sollen so circa 10, 20 Minuten dauern. Und dann reist du im Endeffekt 20 Minuten zum Spot, um dann dämliche Quests zu machen. Da würde ich lieber 30 Minuten bei Catfish direkt in Kauf nehmen, wenn es klappt, und dann einfach schlicht und ergreifend wechseln. Mhm. Also dann den Spot wechseln, nachdem die 50er Hürde genommen ist. Achso, Hopse, ich soll dir noch schöne Grüße von meiner Cousine bestellen. Merci. Mal ein bisschen mehr Begeisterung, ja? Ja, of course. Of course? Ja. Haben die Sand- oder Steinstrand? Sowohl als auch. Künstlich oder tatsächlich mal natürlichen Sandstrand? Weil dieses Adria-Kies-Zeug, das riecht mich so auf am Strand. Naja, also, ich denke mal schon, also, das werden sie schon aufschütten, nehme ich an. Also, ansonsten, ich glaube nicht, dass ich da der Sand so halten würde. Ja, es ist schwierig. Gerade Adria-Küste, da hast du ja mehr diesen komischen Feinkies oder was das da ist. Ja, ist halt schon sehr, sehr kiesig. Ja. Aber. War zufrieden. So, liebe Leute, ich mache noch eine Viertelstunde heute, damit ihr euch schon mal darauf einstellen könnt, dass hier der Stream zumindest gleich zu Ende ist. Ich gedanklich auch ein bisschen auf die neue Woche vorbereiten. Ja, also pass auf. Um dir bei deinen Gedanken Unterstützung zu geben. Morgen ist Montag. Ja, heißt aufstehen, zur Arbeit gehen, nach Hause kommen. Mhm. So, fertig. Ja? Das reicht es? Oder brauchst du noch mehr Infos? Ich unterstütze euch beide bei dem Gedanken. Ja, von wegen morgen ist Montag, übermorgen ist Mittwoch, übermorgen ist Freitag. Was? Morgen ist Montag, übermorgen ist Mittwoch? Was ist denn da Väterntag? Ja, da ist Feiertag. Und damit verlängert das Wochenende. Bei euch, ja. Lüge! Lüge! Eindeutig eine Lüge. Echt, Alter, für Fake News bin ich zuständig. Oder anders ausgedrückt, um das nicht mit den Wochentagen zu machen, so von wegen, ja. Früher bin ich sehr viel gependelt, ja, da hast du dann so
den Bergtag, also das Bergfest in der Woche. Dann hast du den Packtag, Vizepacktag und solche Sachen, wisst ihr? Okay. Ich gehe quasi nächste Woche vom Wochenstart in Bergfest direkt in den Freitag über, beziehungsweise letzten Tag der Woche. Schöner geht doch gar nicht. Nee, das freut mich für dich. Ja, ich fühle dann auch mit euch. So, ich gehe gerne zur Arbeit. Absolut. Absolut. Ich bin nur froh im Großraumbüro. Ja. Ja. Ich schwimm bis nach Birma für meine Firma. Ja. Ja, ja. Oder wie war das? Ich gehe bis in den Jemen für mein Unternehmen. Wir haben uns alle lieb im Betrieb. Ja? Dann, das sind halt die... Lasst euch die Lebensweisheiten vom Mopse berichten. Ein Wunder, dass du überhaupt die Woche ausgehalten hast, nicht in deine Firma zu gehen. Ich habe gearbeitet. So, drückt mal die Daumen, drückt mal die Daumen. Drückt die Daumen, Leute, drückt sie. Jetzt ist noch 15, 23:16 Uhr, weiß ich Bescheid. Wie drückt man denn jetzt eigentlich Daumen? Also ist das für euch Daumen drücken oder ist das für euch Daumen drücken? Warte, jetzt muss ich selbst mal auf. Die Engländer sind ja easy, ne? Also crossed fingers hier, ne? Das, ne? Ja, finger crossed, das ist ja. Ja. Lügner! Was, dass es easy ist? Kriegst du hin warm mit deinen Finger? Mit deinen Wurstgurken? Ey, das sieht gut aus. Naja, also war doch immer. So. Wofür haben wir auch die Finger gedrückt? Und die Daumen gekreuzt? Es ist eine Dande reingekommen. So, in die Notification. So. Mhm. Jeweils zur nächsten vollen Minute entscheidet sich dann, geht die Dande in die Pre oder geht die Dande so durch? So, Pre-ordern tue ich nicht. Zumal nicht jede. So, also warte ich ab, ob die in das in Snipen geht. Die ging in Snipen, das heißt in 15 Minuten muss ich am Marketplace stehen. Und snippen. Erfolgreich. Naja, dann viel Glück. Leute, ihr habt's gehört. Es ist eine Dande im Marketplace. Fühlt euch plus frei. +5 für einen Striker. Warte mal, wie hieß die nochmal? Steht der Petaler wahrscheinlich selber. Nee, wie gesagt, du bist der Cacher von uns. Übrigens, der Mason hatte letztens mal so eine super tolle Rechnung aufgestellt, weil ich habe gesagt, ich will ja alles selber droppen, ne? Deswegen auch die Idee mit den hier Twinks hochziehen und an den Bossen parken und so. Und während Nuva sozusagen gespawnt ist und ich auf Nuva rumgekloppt habe, also ist der Drache in der Wüste, hat er nebenher halt einfach gefarmt und hat in derselben Zeit halt 6 Miller erfarmt. Ja, und ich habe gerade mal 2 Siegel rausbekommen und man braucht ja 100 Siegel, um alles klar. So eine Kiste zu kriegen. Ja, und den rechnen wir hoch. Ja. Genau. Na, also wenn du nur von den 2 Siegeln ausgehst, die man halt in einem Durchlauf kriegt, und den kriegst du ja auch nicht immer, und so eine Waffe, ja, 100 Mille im AH kostet, erfarmst du dir in der Zeit, was waren's? Knapp 300 Mille oder so. Ja. Also theoretisch solltest du eher Judith Equip haben mit deinem Kaufansatz, als ich mit meinem. Naja, okay. Aber natürlich kann ich ja trotzdem Glück haben, dass bei den 50 Versuchen die Waffe vielleicht ja trotzdem dabei ist. Genau. Und du darfst nicht vergessen, dass ich ja nicht dann durchfarme, sondern ich mache deinen Scheiß mit. Weißt du? Also das darfst du ja nicht vergessen dabei. Ja, aber dafür, das würde ich dir freistellen. Die Mischung macht's. Also du kannst nicht so gehen und so gehen und sagen, von wegen das eine ist. Klar, man kann alles. Man kann es halt, aber ist eigentlich völlig egal. Du musst es sogar. Also wenn du jetzt siehst, von wegen es kommen ja demnächst die Safe-Pen-Items irgendwann mal. So, und da ist ja schon announced, dass die bis zu 1 Million kosten im Marketplace. Also das ist ja der einzige Grund, der Preisschwankungen zulässt, das ist nämlich der forcierte Maxpreis, den PA bestimmt hat. So, das heißt, von wegen ein Item kostet maximal Marketplace 1 Million. Und jetzt ist schon raus announced worden, dass ein Pen
also Pen machen, 18 Milliarden nach der Rechnung kostet. Das heißt, ein Item kostet 1 Million und du brauchst 18.000 davon für Pen. Yay. Naja, ja, läuft doch. So, und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass 1 pro Spieler so circa jede Stunde fällt. Also, wenn du aktiv grindest. Das heißt, wenn wir dann alle 70 sind, dann haben wir endlich alle Pen-Gear. Ja, nee, das heißt aber wieder im Umkehrschluss, dass du das eigentlich nur erwirtschaften kannst, diesen Safe-Try, wenn du zukaufst. Also wenn du sagst, von wegen, ich grinde und stecke alles dort in diese Artikel im Marketplace. Ja, na gut, ich habe ja nicht gesagt, dass ich nur auf den Safe-Try es anlege. Ja, natürlich, aber das heißt ja nur, dass du es selbst gar nicht eigentlich so schaffen kannst. Ey, kann alles schaffen. Ich schaffen können. Das wollte gerade sagen. Weißt du, außerdem bis dahin, weißt du, bis er irgendwas auf Ted hat und so weiter, wer weiß, was da wieder für ein Update kam. Eben. Etc. und tralala. Da war dann Free Update Upgrade Event, wo dann jeder einfach mal Penny gemacht hat. So. Zum Beispiel. Keine Ahnung. Aber ja, also wie gesagt, ich bin da immer völlig entspannt mit Sachen, also weit in die Zukunft gucken. Man soll einfach machen und immer lang hin und irgendwie die Zeit belohnt es so oder so. Und besser wird man auch. Also man kann, glaube ich, kaum schlechter werden, außer wenn man halt alles verkackt, aber ich, so wie ich Petala kenne, wird da kaum Sachen sehr, sehr, sehr viel verkacken. Ja, aber du wirst halt auch nicht dich hier voll... Nee, ohne Backup wird nichts laufen bei mir, das ist richtig. Und von daher, ja, denke ich mal, wird da sowieso Stück für Stück besser. Da läuft es schon. So, jetzt, wie war das hier nochmal? So, so, herstellen. Also übrigens in den Kisten war nix drin, ne? Nix. Außerdem hatte, außerdem hatte ich bloß 3 Kisten. Warum solltest du? Hast mich ja nicht so lange eingeloggt. So. Nee, ich hatte ja deine Login-Daten nicht. War das Problem. Erinnerst dich? War das nicht schon am Montag geklärt? Nee. Glaub nicht. Weil genau den Tag hatte ich es dann gemacht. Außerdem war. Nee, doch, klar, Montag musste gewesen sein. Das Event ging ja nur noch bis Mittwoch. Also. Und du müsstest eigentlich. Hast du nicht in deinem Briefkasten auch noch was? Für ja, das Erstellen der LAN? Weil das hat ja nur mit deinem Erinnerung. Nee, ist richtig. Hab ich ja gesagt. Ja. Ja, hatte ich, aber wie gesagt, war jetzt nicht so gut. Aber das ist halt so. Ist jetzt auch nicht schlimm. Aber hier so ein Schwarz mal. Also. Insgesamt 14 Mille. Hm. Ja, ansonsten habe ich ein T8 Pferd jetzt mir gezüchtet. Oh. Ja. Na, wie ist denn das passiert? Ey? Soll ich nochmal in Urlaub? Nee. Naja, Tatsache hatte ich es auch einmal verkackt. Also ist ja dann auch nur, glaube ich, eine T6 Stute bei rausgekommen. Hm. Also nicht mal ein T7, weil er ist ein bisschen piss. Und dann habe ich mir halt hier so ein Reset-Item für die Stute halt geholt aus dem Cash-Shop. Ja? Ja, ich habe gecashed. Hm. Und hab's dann einfach nochmal versucht, ne? Und da kam dann Tatsache ein T8 raus. Krass. Ja. Cool, GZ. Nice, nice. Ach du Scheiße, jetzt sind. Oh, jetzt muss ich mir jeden Tag auch noch anhören, wie er an mir vorbei redet. Hey, Blumen, ja. Tschüss. Nee, super, freu ich mich. Hast recht. Gewölbe. Geht voran. Naja, dann das war jetzt so dein Ziel für dich, ja? Jo, jetzt ist vorbei. Ziellos. Nee, aber ich meine, jetzt züchtest du auf Kohle? Ja, auch. Also, wie gesagt, jetzt die nächsten Brütversuche. Die werden verkauft. Fein, fein.
Was, wie war der Befehl nochmal? Ausrufezeichen SR-Gear oder nur Gear? Nee, Ausrufezeichen Gear. Wieso? Was willst du gucken? Mal gucken, was du gemacht hast. So. Nicht, ich hab nicht gemacht. Ich hab kein besseres Gear. Und da du vorhin auch nicht richtig zugehört hast, ist das Ding sowieso gerade nicht geupdatet. Also das Einzige, was ich halt habe, ist ein Tri-General-Gürtel, den ich mir halt auch gebastelt habe. Und ansonsten steht bei mir die nächste Upgrade-Session erst an. Also das Einzige, was ich gemacht habe, ist für die, wie heißt die? Die LAN habe ich mir Grunil-Zeug gebastelt. Achso, nee, stimmt nicht. Und Tatsache habe ich mir eine Grunil Duo Hauptrüstung gebaut und habe sozusagen damit 5 DP mehr als mit der Magical Rowing Armor. Ah ja, also, ja, das hat das ja noch angedeutet. Ja. Aber ansonsten hat sich nichts getan. Ach, da muss ich ja auch noch die LAN ausrüsten. Na, also wenn du einfach nur hinterherläufst, dann theoretisch nicht. Und ich habe meine LAN mit meinem Main Gear hochgespielt und hab's dann halt am Ende wieder zurückgetauscht. Das kannst du natürlich auch machen, ne? Also, war's im Dab, ja. Ich habe gesagt, dass du mit deiner LAN, also dass dein, von deinem Main das Gear in eine Truhe packst und das deiner LAN anziehst. Fürs Leveln kurz. In der Truhe. Ja. Aber wenn du sie dann halt zum Boss stellen willst, so wie ich, naja, im Lager hier, beim Lagermeister. Also außer die Waffen natürlich, ne? Geht dann nur um die Rüstung. Ja, aber wie, in der Truhe oder einfach bloß im Lager? Naja, ins Lager, ins Lager. Schmuck und Rüstung kannst du ja auf jeder Klasse anziehen. Und wir müssen dann irgendwann auch noch demnächst meine Pilafé-Rollen endlich aufbrauchen. Die verstoppen mir jetzt das Lager in Sandkronen. Aber wie gesagt, das sind, glaube ich, alle too much für die Woche, weil ich habe diese Woche ultra viel am Hacken. Was hast du? Ultra viel am Hacken? Also so wie immer. Sind sehr viel mehr. Ja, wir können ja gleich nochmal kurz quatschen. So, wir nähern uns auch wirklich dem Ende des Streams. Die letzten 2 Minuten haben wir gebrochen und da rennt schon wieder einer rum, der mir meine Mobs klaut. Sau. Dann wir machen, ey, Stream das. Ja. So, oh, aber ich verabschiede mich auch schon mal vom Stream und geh nochmal kurz einen rauchen. Je, einen rauchen, mein Freund. Das klang auch, als wenn er da gepupt hätte, als er aufgestanden ist. So. Mason, was du dich heute hin und her lockst, ja? Wahnsinn. Ja, ich zieh gerade den Kokusho von Pompe von mir. Im Back Catfish. Wir probieren das gerade aus. So, und ich muss ja die LAN snipen, also muss ich umlocken. Ist die einzige Variante, Distanz unmittelbar zu überbrücken. So. Das ist so dieser Charakter, der wird ein Hauskind gefallen, mit dem ich das gerade snipe. Weil? Das ist meine Tamerin. Achso. So. This glass is so cute. Ich glaube, das ist das Einzige, was diese Klasse dann tatsächlich auch noch kann. Niedlich sein. Naja. Mit dem richtigen Gear.
Ja, aber nur solange du gegen Gegner mit ohne richtigen Gear. Wovon es immer noch mehr als genug gibt, um das Ego zu pushen. Meinst du? Jo, ja. Absolut. Wie gesagt, selbst du hast einen Battlefield gefunden, also von daher. Also das hat mich ja richtig gefuchst, also. Wie schon gesagt, wenn jemand bei mir mit der Waffe, die bei mir am beschissensten ausgeskillt ist, also erstens von den Skillprozenten und einmal von den Level heraus, wenn es da einer schafft, dann Respekt. Das, was mich noch mehr gefuchst hat, ist, ich habe sogar 18 Punkte dadurch gekriegt. Das heißt, er hat ja sogar Schaden gemacht. Er muss als Glaskanone rumgerannt sein. Vielleicht hast du einfach nur Glück gehabt und er hatte nur noch, keine Ahnung, Low Health oder so. Hauskind, siehst du mal, weil du so lange nicht da bist, erst Noob Soldier. Also, stramm stehen, Soldat. Und du kommst natürlich wieder richtig pünktlich, wo wir gerade den Stream beenden wollen. Ja, ich habe gerade Hauskind gesagt, da kam er aus dem Loch heraus. So, innerhalb der nächsten Sekunden kommt die Dunderin in das Fenster. Na dann, auf jeden Fall viel Glück. Viel Glück an alle. So, Freunde, wir sind schon eine Minute drüber. Wie angekündigt, für heute ist hier Schluss auf diesem Channel. Ich bedanke mich für alle, die mit dabei waren, zugeguckt haben. Solltet ihr es verpasst haben, ihr könnt es euch in den nächsten Tagen, wird auf jeden Fall auch die Folge auf YouTube hochgeladen. Also ihr könnt uns gerne auch auf unserem YouTube-Channel folgen. Und danke nochmal. Und ich sage in diesem Sinne eine gute Nacht. Euer Petala von den Noob Gamers.